Ja, wir befinden uns genau hier vor dem Juweliergeschäft, wo es gestern zu diesem tragischen Gewaltverbrechen gekommen ist. Sie haben gesagt, Sie haben den Herrn Berthold gekannt. Stimmt das? Ja, stimmt das. Ja, ich habe, wissen Sie warum? Zuerst einmal, ich bin eine Marktfrau, ich habe einen Stand hier, ja. Und er ist oft vorbeigegangen und da habe ich ihn gegrüßt. Und wir haben oft Spaß gemacht. Er war sehr lustig und er war ein sehr freundlicher Mensch und er war total gepflegt und gut Mensch gewesen. Ja, und wir haben schon ein paar Mal hier getrunken auch, ja, Bier hier, bei dem Kollegen hier. Ich habe ihm verlangt, ob du 65 Jahre bist du schon alt, wann gehst du einfach Pension, dass ich diese kleinen Geschäfte habe von dir. Er hat gesagt, ja, noch nicht, aber bald. Aber ich hoffe, dass du leisten kannst, weil die Miete ist eine verdammte so teuer. Habe ich gesagt, na, wenn wir schauen das, ja. Und ja, er war sehr freundlich und ich habe seine Freunde auch gekannt. Nicht nur alleine, wir sind immer hier gestanden, manchmal Bier getrunken und wir haben eigentlich Spaß gemacht. Und wir haben darüber über die verschiedenen Geschichten gesprochen. Aber er war ein sehr freundlicher Mensch. Aber bewundere mich, das war Wahnsinn, dass so eine Geschichte habe ich gehört. Ich bin heute gekommen, zu meinem Stand aufbauen. Und meine Freund hat mir gesagt, weißt du, Alfredo, dein Freund ist gestichtet worden und geschoten worden. Welcher Freund? Die Juwelier, die Kleine, habe ich gesagt, was? Ich bin total schockiert. Jetzt, schauen Sie, mein Stand ist niemand da. Ich bin total wirklich verrückt geworden. Ob das wahr oder ist das Spaß? Oder ist es nur, Können Sie sich erklären, was hier genau passiert ist? War es ein Überfall? War es ein Gewaltverbrechen, Racheakt? Es gibt ja hier mehrere Möglichkeiten, die passiert sein könnten. Haben Sie irgendeine Idee, was da dahinter stecken könnte? Grundsätzlich, was ich denke, logisch, wenn er wenn überrollt geworden wäre, dann so schlimm glaube ich nicht, dass getötet ihn. Könnte einbinden oder könnte etwas anderes oder könnte ihn verletzt oder irgendwas machen, dass er. Meine Meinung, was ich schätze, sicher irgendwas ein private Rache gewesen. Aber zwischen wem das war gewesen, das weiß ich nicht genau. Aber grundsätzlich ist es so. Wenn es geräumt gewesen wurde, warum dann hat niemand irgendwas nicht genommen? Ich bin jetzt gerade gekommen und schaue ich, das ist alles da. Haben Sie vielleicht auch eine Idee, warum der Herr Berthold auch so lange gearbeitet hat? Er war schon 74, Sie haben gesagt, er hätte in Pension gehen können. Warum hat er eigentlich dieses Geschäft noch so lange betrieben? Naja, so weit bin ich auch nicht zu ihm gekommen, aber wahrscheinlich, er hat gesagt, ich müsste die Ware einfach ausverkaufen und so. Und ja, eigentlich, wir haben nur ab und zu über die Geschäften gesprochen, aber so weit bin ich nicht zu ihm gekommen. Ich habe geglaubt, dass bis jetzt, was Sie mir gesagt, ich habe geglaubt, dass er ist nicht einmal 65. Aber er war, wie alt haben Sie gesagt, dass es war? 74. Das habe ich schwerer, hat er mir nicht gesagt. Ja. Haben Sie sonst noch vielleicht die Familie oder sonst nein, da Personen nein, gekannt? Nur die paar Freunde kenne ich und mit dem habe ich immer getrunken und wir haben getrunken, wir haben Spaß gemacht, wir haben gequatscht und so, manchmal, ja. Und er ist auch ab und zu mir gekommen, hallo Alfredo, wie geht es dir, wie geht es Geschäft? Er hat ihm auf Spaß gemacht, beschissen. haben wir nur freundschaftliche Spaßen gemacht und gesprochen manchmal. Ja. Sonst haben wir ihn nicht privat gekannt oder zu ihm gewesen oder so. Ja. Sie wissen auch nicht, wie es jetzt weitergeht mit dem Geschäft, ob es jemanden gibt, der das übernimmt in der Familie oder so. Haben Sie auch keinen Einblick? Eigentlich hat er mir nichts gesagt. Ich habe verlangt von ihm, das Geschäft, ob das mir kann geben, hat gesagt, musst du noch warten, wissen. Musst du warten, bis dann aufgelöst werden. Und dann kann ich dir sagen, ob du leisten kannst,
übernehmen diese Geschäfte. Und ich habe gesagt, na gut, irgendwann, wenn du das weggeben, dann sag's mir. Ja. Mehr weiß ich nicht. Dass es letzte Frage, könnte es sein, dass es hier vielleicht um die Nachfolge auch einen Streit gegeben hat, wer bekommt das Geschäft, oder dass es hier möglicherweise einen Streit gegeben hat, der dann vielleicht auch hier hineingespielt hat? Nein, darüber weiß ich nicht. Soweit weiß ich nicht. Nein. Ja, soweit leider weiß ich nicht. Aber bin ich sehr traurig, dass er es so eine Situation gewesen ist, dass uns so passiert. Wirklich, er war ein super Mensch. Er war ein toller Mensch, wirklich. Und außerdem, ich kenne ihn nicht nur heute oder morgen, ich kenne ihn schon Jahre. Ich bin schon seit 17, 18 Jahren her in Mark und seitdem, und ich kenne ihn schon. Ja, er war ein super Mensch, aber es tut mir leid, Beileid, wirklich. Es ist ein traurig, es ist sehr traurig, wirklich, sehr, sehr traurig.